Hallo und willkommen hier in unserem geheimen Keller. Ja. Wie man sieht, es ist einiges passiert bei uns. Wir haben Machinists Workbench, den Receipt Packager, Train Workbench, einige gefundene Dinge wie Bloomery Furnace, unter anderem den Weather Controller mit noch vier Charges. Man sollte die Zombies eigentlich nicht so laut hören, wegen den Soundmufflern, aber naja. Und wie man sieht, unser ML-System füllt sich automatisch schon mit einigen schönen Sachen, wie zum Beispiel Bone Meal. Also Knochen, in dem Fall. Da ist einiges am Laufen und am Happenen. Auch der produziert. So. Den hier habe ich noch nicht zum Laufen gebracht, aber auch unseren gesamten Maschinenpark, wo man dann schön Dinge machen kann. So, jetzt muss ich mal eine kurze Pause machen hier, denn es wird jetzt mit Sicherheit etwas passieren. Nämlich, wie man sieht den Draconic Energy Core. Womit wir hier unseren Strom hin und her und rum transportieren können. Und wie man sieht, ja, mit so vielen Magmatic Dynamos, die also uns schön wunderbar hier Strom produzieren. Jeder davon 80 RF pro Tick. Geht schon einiges ins System hinein. Ja. Aber auch unsere Forschung im Bereich von Thumbcraft, keine Ahnung, was ich damit überhaupt kann. Arcane Table. Hier schön die ganze Ink für die Books, die man dann linken kann. Oder auch um speziell, da habe ich erfahren, dass man auf die rechte Seite nicht klicken sollte, sondern nur auf die linke. Ja, wo man hier sich die Dinger selber manuell irgendwie zusammenstellen kann. Genauso wie unseren vollen Enchantment Table mit also drei hoch und außenrum, damit es schön aussieht, noch komplett gemacht. Und dann noch an den Koala. So sieht bei mir eine Farm aus. Sprich, zuerst mal unten am Boden das ganze Dirt, Hemp, dann die Pisten, die abernten. Hier rüben sind meine Kakteen, die wachsen, oder Defenses, die hier die Kakteen abernten. Und ganz an der Seite hier noch, wie auch bei ihm hingestellt, mit Dirt, einer Redstone Clock, die ein- und ausschaltbar ist, der Dispenser und ein Rosenbusch, damit also auch die Rosen gefarmt werden. Jo. So, und jetzt haben wir noch etwas, was so komisch aussieht. Ja, wer ist denn das hier? Walter Knight, Eisenzwerg. Und Jesse Orangeman, Heisenzwergs Partner. Aha, was machen die denn da? Industrial Hemp Bomb bauen. Aha. Alles klar. Will nichts gesehen haben. So, und jetzt das letzte Mal. Hier sind wir jetzt irgendwo ganz weit weg von zu Hause, oder? Vielleicht auch nicht. Aber wir laufen jetzt erstmal hier rein und stellen fest,
dass es alles schon vorbereitet ist. Wer das wohl war? Tja. Oh. Tschüss. Nachmauler. War das jetzt gerade ein Creeper-Zombie? Okay. Ja, und hier könnte ich jetzt rein theoretisch ins End hineingehen, wo dann der Endboss auf mich wartet. Also der Ender Dragon. Also der Endboss des normalen Vanilla, sollte ich vielleicht noch hinzusagen, denn wir spielen ja After Humans. Und da sieht alles ein bisschen anders aus. Wenn man hier auch reingeht, hier schön die Zellen sich betrachtet, dann wird man auch hier feststellen, dass man hier sich in einem leichten Labyrinth zurechtfinden kann. Mit einigen, ja, noch zu entdeckenden Räumen, denn ich habe ehrlich gesagt nur geschaut, dass ich möglichst bald zu diesem Raum hinkomme, habe den allerdings ewig lang gesucht und auf dem Weg dahin auch den ein oder anderen Raum ein wenig geleert. Zumal ich ja hier nicht alleine war, so wie es jetzt ist, sondern das Ausleuchten habe auch alles ich gemacht. Ganz allein bin ich scheinbar immer noch nicht. Ja, und das war eigentlich so ziemlich schon. Ich verlaufe mich hier immer. Aber hier waren irgendwo noch. Also Bücher und sonstiges gibt es hier definitiv noch. Das habe ich nicht alles gelootet. Aber ich habe schon einiges mitgenommen. Gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber wenn jemand was braucht, dann braucht er ja bloß Bescheid sagen. Es ist ja nicht so. Ah, hier glaube ich war was. Oder? Nein, das war das Dead End. Aber genau das ist der Grund, warum ich hier das Ende durchgebuddelt habe. Denn wenn ich mich schon verlaufe, wie läuft das Ganze dann erst ab? Wenn Becky oder Koala, Bella oder Koala hier entlang laufen. Ich meine, die sind das nicht so gewohnt. Nö, danke. Ja, hier. Man sieht's. So. Zum Abschluss noch, das sind alles noch Bücher und das ist nicht der einzige Raum voll mit Büchern. Wo ich sagen muss, irgendwo war noch ein zweiter. Den habe ich auch noch entdeckt. Der war, glaube ich, hier irgendwo in der Nähe. Ja. Und damit, ja, kann ich eigentlich so gut wie sagen, das war's. Open End.